Abbas Antonios sagte: Ich kenne Mönche, die trotz vieler Mühen gefallen sind und in Geistesverwirrung gerieten, weil sie auf ihr eigenes Werk vertrauten. Sie missachteten das Gebot, das sagt: Frage deinen Vater, er wird es dir sagen. Liebe Schwestern und Brüder, wie kriegen wir das zusammen mit dem Wort, das uns Jesus heute im Evangelium sagt? In einer heftigen Schelte bezüglich der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Und dass es bei uns ja anders sein soll. Liegt der Abt Antonius der Große, liegt er so daneben? Handelt er gegen das Evangelium, gegen das Wort Jesu, wenn er uns heute diese Weisung mitteilt? Wenn wir in dieser Woche die Werke der Buße bedenken, was Buße ist und worin sie besteht und wie sie zu vollziehen ist, dann helfen uns heute die Texte, indem sie eine Wunde offenlegen und diese Wunde reinigen. Indem nämlich Absicht und Handeln, Wollen und Tun, Reden und gelebtes Leben nicht zueinander finden. Wir kennen das alle von uns. Wir sind voll guter Absichten. Wir sind wirklich entschlossen. Diesmal geht es ganz bestimmt. Ja. Und je bestimmter und entschlossener wir sind, desto größer ist dann der Absturz. Weil wir es oft genug einfach nicht schaffen. Weil wir es nicht geregelt bekommen. Das ist genau das Wort, in das der große Antonius hineinspricht. Weil diese Menschen, die das tun, auf die Weisung verzichten. Selbst das größte Werk der Buße ist kein Werk der Buße, wenn es denn nicht im Gehorsam geschieht. Wenn es nicht verantwortet vor jemand geschieht und nicht irgendwie, nicht jemand, den wir uns vorstellen, den wir imaginieren, sondern den es wirklich gibt. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, weshalb auch Buße und die Werke der Buße und das Handeln nach der Buße so verschwinden, das ist ja geradezu verdunstet. Wir finden das ja in unseren Breiten nur noch in Spurenelementen, wenn überhaupt. Hängt auch damit zusammen, dass es kaum noch solche geistlichen Menschen gibt, die in der Lage sind, Weisung zu geben, wie ein Antonius. Auch ein Antonius hat lernen müssen, dass er nicht als geistlicher Vater oder als großer, pneumatischer, mit prophetischen Gaben ausgestatteter Abt geboren worden. Er wurde so erzogen. Er hat Gaben von Gott, die er entfalten konnte in einer ganz bestimmten Atmosphäre. Wir haben solche Menschen de facto nicht mehr. Und das wäre vielleicht der erste Schritt der Buße, dass wir uns verwaist fühlen, weil wir uns niemandem mehr verantworten können, weil wir niemanden haben, den wir fragen können, was soll ich denn tun? Vater, gib mir ein Wort. Zu wem sollen wir denn gehen? Und so verschwinden die Werke der Buße immer mehr. Wenn wir wenigstens daran litten, an diesem Verlust, an dieser Abwesenheit, dann wäre das vielleicht ein erster Schritt. Und wir würden intensiv darum beten, dass Gott den Geist solcher Väter wieder erweckt, dass er ihn lebendig macht, dass wir jemanden finden, den wir fragen können. Das ist wahrlich nicht leicht. Aber wir müssen selbst bei unseren besten Absichten, bei dem, was wir uns dann so alles auferlegen, das ist ja manchmal gar nicht so wenig. Und wir denken dann schon in der Spur, denken wir etwa an unsere Fastenregeln. Ja, das kann sich eigentlich schon sehen lassen. Und schon sind wir sämtlichen Dämonen auf den Leim gegangen. Wir müssen es verantworten, weil der Akt des Gehorsams darin fehlt.
Ein ganz wichtiger Bestandteil der Buße. Und das ist das, was Jesus meint. Jene Arroganz derer, die meinen, sie haben schon etwas ausgerichtet vor Gott. Das ist geradezu nichts. Wir lernen die Buße auch am Leiden daran, was uns fehlt.